Hallo, 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 hier ist wieder Shogi Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Christian. Und wir sprechen heute über den 5. August. Das ist korrekt. Der 5. August ist der Geburtstag von Rosi Mittermeier. Rosi Mittermeier, ja. Die Skigöttin. Die, ja. Ja. Die Skigöttin. Die Rosi. Skigöttin. Skigöttin. Wenn man es so schnell ausspricht. Skigöttin. 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 Das hört sich irgendwie an wie so ausländischer Begriff. Skigöttin. Oder nee, das könnte ja auch Englisch sein. Englisch. Skigöttin. 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 Ah, ja, ist ein lokaler Dialekt. Ja, ja, genau. Das ist im Nordosten Englands im Dorf Hintertupfingen. Hintertupfingen, genau. Ja. 5. August. Kinostart von Der Bomber. Der Bomber, der Bomber. Genau. Fantasy, 1982. Fantasy, Fantasy. Das ist mit Bud Spencer immer so was Auslöser beim Sascha. Ah, ja. Da, ja, in dem Film, da fährt so einer mit so einem Buggy herum. Und dann singt er Frikadelle mit Sahne. Man frisst sie, es gibt keine Fahne. Frikadelle mit Sahne. Für die Leute vom Bau, Frikadelle von der Sau. Sau. Das ist, du kannst dich aus. Ah. Frikadelle mit Du stehst vom Geldautomaten, hast deine PIN vergessen, aber so ein Kram kannst du die Antwort genau. behalten. Mensch. Frikadelle mit Sahne, man frisst sie, es gibt keine Fahne. Fährt er so mit dem Bulli durch die Gegend, ne? Und die Musik volle Kanne aufgerissen. Der Bomber, Bud Spencer, 1982, Kinostart. Ja, ganz wichtig, unnützes Wissen. 5. August 1969, und da, pass auf, da ging's los, in Chicago. Verbrennen Frauen. Chicago. Verbrennen Frauen als Zeichen der Befreiung bei einer Kundgebung ihre BHs. Wo weißt du das? Das war so offensichtlich. Verbrennen Frauen als Zeichen der Befreiung BHs. Ist mir direkt im Kopf gekommen. Nee, also, echt, stimmt das? Ja, hier, demonstrativ ihre BHs. Ja, das war die berühmte BH-Verbrennung von Chicago. Ja. Ich habe ja gelernt, BH ist weniger entbehrlich als ein Slip. Ist weniger entbehrlich als ein Slip? Für eine Frau. Mhm, okay. Ja. Also Sie sagen, wenn ich von nur ein Kleidungsstück tragen darf, dann den BH. Nee, wenn ich ein Kleidungsstück abgeben muss von meiner Unterwäsche, dann Höschen. Dann lieber das Höschen als den BH. Habe ich deswegen, ich war... Will ich jetzt wissen, warum du das gelernt hast? Ja, aber also, ich möchte es wissen. Ich frage für euch nach. Junggesellenabschied von Pujan. Ach du lieber Gott. Ja. Musste Pujan Slips von Frauen einsammeln? Ganze Slips oder nur die Schildchen hinten? Nein, ganze Slips natürlich. Ganze Slips, ja, okay. Hat er irgendwie 2 oder 3 hätte bekommen. Mhm. Und haben sie dann halt praktisch das Ding ausgezogen unter dem Rock und haben ihn dann gegeben. Wir hatten die BHs natürlich... jawohl. Haltet es. So, und dann kam irgendwann die Aufgabe, die BHs einzusammeln. Mhm. Hat er keinen gekriegt. Weil bei Slip merkst du ja nicht, ob es einer hat oder nicht. Die meisten haben gesagt, hab ich gar nicht. Und bei BH ist ja gleich. Ist ja gleich doof, ne? So, deswegen BH ist ja hier, also dass die den BH verbrennen. Also ich weiß nicht, ob das die BHs waren, die sie angehabt hatten in dem Moment. Das wäre natürlich jetzt noch eine... Das müssten wir an die Recherchegruppe weitergeben. Genau. Ja. Aber wenn die den Slip verbrannt hätten, dann hätten die gesagt, naja gut. Brennt's Höschen, ja, mein Gott. Da brennt halt mal Brennt's Höschen. Ja, ist öfter so. Ja. Aber so ein BH ist bei den Mädels in Chicago brennt öfter mal Höschen. Deswegen Junggesellenabschied ab nach Chicago. Ab nach Chicago. Ja, das war der 5. August. Da sind wir ein bisschen abgedriftet, macht ja nichts, aber... Bis morgen sage ich Cheerio, Miss Sophie. Gute.